Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Fahrradwerkstatt Lotter. Lang ist es her, was heißt so lang auch wieder nicht, aber ich habe es immer wieder mal gesagt, im Laden ging es richtig ab in letzter Zeit. Ich habe leider nicht mehr so viel Zeit gehabt, Videos zu drehen. Heute ist es mal wieder soweit. Wir müssen uns heute dringendst, ganz dringendst, über das Track Slash unterhalten. Also, ich bin jetzt nicht wirklich frustriert, aber ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Ne, was halt, es ist einfach nur extrem ärgerlich. Also keine Sorge, das Bike läuft wie Sau. Es macht richtig Spaß. Wir waren in Österreich eine Woche lang. Ich bin echt viel mit dem Enduro gefahren. Das Slash hat richtig Spaß gemacht. Aber die Bereifung, also mit dem Hinterreifen hatte ich nur Probleme. Nur Probleme, wirklich. Als allererstes habe ich ja ganz normal die Conti-Reifen drauf. Mit einem Schlauch. Dann war ich ein paar Mal fahren. Alles für normale Touren, kein Problem. Dann war ich im Bikepark. Gab mal Platten. Gepflegt. Dann hat man noch das Problem mit der Dämpferaufnahme. Gut, das haben wir dann gefixt. Wieder im Bikepark. Gleich wieder ein Platten. Nur Platten gehabt. Gut, dann habe ich gesagt, naja, ich wollte ja dann eh auf Tubeless umbauen. Für Österreich machen wir Tubeless rein. Also vorne, hinten Tubeless-Milch rein. Gleich mal ein bisschen ausprobiert. Vorne habe ich die von Pidis rein. Hinten die von Conti. Ja, so, die Erwartung wäre ja, wenn ich einen Conti-Reifen fahre, mit Conti-Dichtmilch, dass das irgendwie harmoniert. Da hat gar nichts harmoniert. Also, da war ein ganz kleines Loch im Reifen. Wahrscheinlich, durch, wo ich mit Schlauch gefahren bin, mal irgendwie was reingestochen. Das war wirklich minimal. Das war vielleicht 1,5 Millimeter, halt so ein kleiner Piekser. Das ist nicht dicht geworden. Die Dichtmilch ist immer rausgespritzt, dann war es so halbdicht, es hat dann immer so leicht geblubbert. Das ist nicht dicht geworden. Ich musste in Österreich dann ungefähr alle 2 Trails Luft aufpumpen. Da habe ich gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass das die ganze Zeit undicht ist. Und dann hat man auch schon gesehen natürlich, dadurch, dass es undicht ist, an meinem Rahmen, durch die Rotation vom Rad spritzt er die Milch immer schön raus. Ne? Entsprechend könnt ihr euch vorstellen, wie mein Fahrrad aussah. Da war hinten alles voll mit weißer Dichtmilch. Richtig geil, richtig Premium. Ja? Freut sich der Lotter natürlich. So, auf jeden Fall haben wir dann gesagt, okay, wenn das nicht dicht wird, müssen wir es halt reparieren. Gibt es ja diese kleinen Gummidinger, die man da mit so einer spitzen Nadel reinmachen kann. Haben wir das gemacht, dann war es auch dicht. Aber ich habe schon so gemerkt, boah, so ganz traue ich diesen Gummidingern da auch nicht. Also, naja, ich war da eh nicht so ein riesen Freund von, aber gut, es war ja dann dicht. Es war dann dicht, ja. Ich konnte dann fahren. Dann waren wir auf dem Panorama-Trail. Das ist wirklich kein anspruchsvoller Trail. Da waren so ein paar kleine Bodenwellen. Gut, da muss man auch dazu sagen, wir sind da relativ schnell durchgefahren und haben da schon gut auch einiges so ein bisschen eher ins Flat gebombt an. Also, waren schon härtere Einschläge am Hinterrad. Und dann war so eine Stelle. Ich dachte halt, ja, da ist halt jetzt so ein schöner Double, zieh halt ab. Es war halt kein Double, das war halt einfach nur ein riesiges Loch, ne? Und ich bin halt voll ins Flat. Dann hat es einen Knall gegeben und dieses Gummiding, das hat es einfach rausgefetzt, es hat nicht gehalten. Und die Dichtmilch ist einfach, dann war das Loch natürlich viel größer, in alle Richtungen geschossen. Der Reifen war wirklich innerhalb von einer Sekunde einfach platt. Die Dichtmilch war überall am Rahmen, alles voll. Ich war voll und der Reifen war platt. Dann stehst du da am Trail, was machst du dann? Da war ich natürlich dann schon nicht so amused, ne? Naja, was haben wir dann gemacht? Was, also aufpumpen, keine Chance. Wir hätten das wieder reparieren können mit so einem Ding, aber das war alles so versifft. Ich dachte, wenn ich da jetzt so ein Gummiding reinstecke, das wird niemals dicht. Da ist überall dicht mich, alles ist nass irgendwie. Keine Chance. Dann habe ich gesagt, mir hilft nichts, müssen wir einen Schlauch reinmachen. Ja, jetzt wisst ihr, was das für eine Sauerei ist, wenn du da dann einen Schlauch reinmachst. Du kannst ja da am Trail nicht irgendwie den Reifen auswaschen oder so. Du kannst halt den Reifen rausmachen, den Schlauch rein und dann hast du die Sauerei. Alles voll. Die Dichtmilch kommt natürlich überall am Rand raus. Die Felge ist komplett versaut. Aus dem Loch, wo das Ventil ist, kommt natürlich auch alles rausgesprudelt. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie dieses Fahrrad ausschaut. Ich habe das mit Bike-Reiniger schon sauber gemacht. Man denkt, ich bin gerade Matsch gefahren. So schaut es aus. Aber das ist sauber. Also es sollte sauber sein, aber es ist nicht sauber. Diese Dichtmilch ist so hartnäckig. Mit dem Bike-Reiniger, mit diesem Degreaser von Pidis, mit dem Lappen, beim Schrubben, keine Chance, das ist einfach fest. Also, das wird auf jeden Fall noch interessant, wie wir das wieder sauber bekommen. Und bei der Felge bin ich fest von überzeugt, die Felge ist einfach hier. Also, wir machen halt jetzt einen neuen Reifen drauf. Also, die ist nicht technisch kaputt, aber optisch, die ist einfach verloren. Also, ich glaube nicht, dass man das sauber kriegt, keine Ahnung. Also, ich würde sagen, nach meiner frustrierenden Anmoderation jetzt, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Und dann sprechen wir darüber, wie es weitergeht. Weil so geht es nicht weiter. Also wirklich, ich
Ich könnte ausflippen hier. Also Leute, ich sag's euch so, wie es ist, dieser Hinterbau ist einfach ein einziges Trümmerfeld. Ja, der eine oder andere würde jetzt sagen, hey Dennis, jetzt heul doch nicht rum, das ist doch nur Dreck, mach das mal weg. Fingernagel. Es passiert einfach gar nichts. Du kannst es so, gerade so, irgendwie, da habe ich gerade gekratzt. Seht ihr? Es hat einfach gar nichts gebracht. Also, es ist einfach eins mit dem Rahmen. Es ist wie angeklebt. Also, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ne? Wenn wir uns hier mal weiter das anschauen, hier, same, schaut euch das an. Das ist hier alles komplett fest. Das ist irgendwie eins mit dem Material geworden. Ja? Hier auch die Sitzstrebe. Sieht einfach nur aus wie Dreck, aber es ist halt komplett fest. Ja? Also, keine Ahnung. Und wir haben es, also es war nicht lange so. Wir haben ja abends die Räder immer gleich wieder sauber gemacht, ne? Auch hier jetzt die Felge, ne? Schaut euch das mal an. Das ist halt übelst. Das, man sieht halt hier natürlich auch klar, da ist es überall rausgelaufen, ne? Aber ich weiß halt echt nicht, ob ich das jemals wieder sauber kriege. Hier überall, das ist auch richtig schön natürlich hier in die Nippel reingelaufen. Hier unten, schaut euch das an. Oh, das ist doch geil, oder? Das ist einfach wie so ein Schmirgelpapier. Hier an der Stelle könnte man jetzt einfach irgendwas schmirgeln. Ist doch perfekt, oder? Ja. So ist jetzt der aktuelle Stand, ne? Jetzt stehen wir da und müssen irgendwas machen. Aber Leute, was machen wir natürlich nicht? Weinen, verzweifelt sein und aufgeben? Nein, wir überlegen uns eine Lösung. Also, was machen wir? Gute Laune, zack, wieder da. Also folgende Situation. Ich meine, klar, ist blöd gelaufen mit dem Reifen, brauchen wir uns nicht länger drüber unterhalten. Ja, wir haben unseren Rahmen versaut. Ja, es wird wahrscheinlich ganz viel Arbeit, das alles sauber zu machen. Werden wir das jetzt machen? Nein, weil es ist jetzt auch schon wurscht, ob wir es jetzt sauber machen oder mal im Winter, wenn ich mehr Zeit habe. Wir werden jetzt folgendes tun. Dieser Reifen kommt runter. Also macht einfach keinen Sinn. Dieser Conti-Reifen hält halt einfach gar nichts aus. Keine Ahnung. Für Touren, leichte Trails, ja. Aber wir fahren mit dem Ding halt auch im Bikepark, das Ding muss was aushalten. Deshalb werde ich wieder zu meinem Maxxis Highwaller greifen, Highwaller 2, in der Max Terra Gummimischung, Tubeless Ready 3C. Der hält, da mache ich mir wenig Sorgen. Mit dem habe ich bisher auch keine Probleme gehabt. Und der sollte eigentlich auch dicht werden. Also ich habe auch mit ein paar Leuten in Österreich gesprochen. Tatsächlich haben die mir empfohlen, Maxxis Reifen mit der Stance-Milch zu fahren, soll man eigentlich nicht machen wegen Ammoniak und so, aber wir probieren es einfach mal aus, weil wenn das einfach gut funktioniert und richtig dicht wird, dann machen wir das einfach, weil wir wollen dichten Reifen und wir wollen nicht sowas haben. Ja, jetzt könnte der eine oder andere auch sagen, boah Dennis, an deiner Stelle hätte ich überhaupt keinen Bock mehr auf Tubeless, mach doch wieder einen Schlauch rein. Ja, könnte ich machen, aber ganz ehrlich, jetzt ist es auch schon wurscht. Jetzt ist es einfach wurscht, außerdem ist Tubeless trotzdem eine echt geile Sache, gerade jetzt im Winter, beziehungsweise im Herbst ist es doch sinnvoll, wenn man ein bisschen weniger Reifendruck fahren kann, weil es ja trotzdem eher nass ist. Man möchte ja doch hier und da ein bisschen Grip haben. Und jetzt ist es auch schon gelaufen. Also wir werden jetzt einfach nur diesen Reifen darunter machen. Keine Ahnung, wir müssen uns halt mal die Felge anschauen, wie dreckig, ekelhaft die jetzt ist. Aber letztlich muss es einfach nur wieder dicht werden und der neue Reifen drauf. Der Rest ist mir tatsächlich gerade einfach nur egal. Sauber machen können wir das im Winter und da ganz viel Liebe reinstecken. Jetzt muss das Ding funktionieren, es muss fahren und es muss ballern. Ja, und dann, was natürlich auch noch ansteht, das werde ich heute auch noch machen, wird aber ein separates Video. Hier, unser Dämpfer. Ich meine, ich bin jetzt Österreich mehr als genug gefahren. Jetzt werde ich das Ganze umbauen, den Dämpfer, auf diese Mac-Neck-Upgrade-Kit-Kammer. Das ist halt so eine andere Kammer, ich glaube, da ist die Negativkammer größer. Aber will ich jetzt gar nicht zu viel sagen. Wird es ein separates Video geben, wo ich es genau erkläre, was da passiert, wie man das umbaut und. Also ich werde es heute noch umbauen, weil ich eben morgen wieder im Bikepark bin und dann will ich halt den Unterschied einfach auch mal
Aber ob man es überhaupt spürt, vielleicht merkt man es ja gar nicht. Okay, dann würde ich sagen, baue ich mal das Hinterrad aus und dann schauen wir mal, dass wir dieses ekelhafte Stück Mantel, dieses ekelhafte Stück Gummi da irgendwie runterkriegen. Das ist die richtige Formulierung für diesen Reifen. So, let's go. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich das hier überhaupt irgendwie noch aufschrauben lässt. Oh, es klebt einfach komplett. Es ist einfach komplett fest. Boah, das wird halt schon ekelhaft, ne? Wir müssen ja irgendwie diesen alten Schlauch hier rauskriegen. Boah, das ist echt so widerlich. Das ist, Alter, das ist hier komplett fest, ne? Das ist echt wie Schmirgelpapier. Die Felge ist einfach ein einziges Schmirgelpapier jetzt. Boah, du kriegst es halt kaum runter, ne? Es ist einfach komplett eingeklebt. Alter, ich glaube halt, wir werden das einfach nicht rauskriegen. Weil das einfach, also vor allem, es muss ja auch in der Felge jetzt dann überall Dichtmilch sein, weil es ist ja jetzt ein normaler Schlauch drin gewesen. Oh Mann, ey. Also ich sag's euch mal so, wenn mir das daheim passiert wäre, wäre ich nach Hause gefahren, weil das ist natürlich, was willst du da machen, ne? Aber in Österreich, wir waren am Berg, was willst du da machen? Hat man halt einen Schlauch dabei, machst halt einen Schlauch, nein, ne? Hilft halt nichts. So. Irgendwie. Oh, das ist einfach komplett fest. Oh doch, jetzt. Oh ja. Soll ich meinen Pulli lieber ausziehen, bevor man versauen? Naja, so schlimm dürfte er nicht werden. Schauen wir mal. Es wird richtig ekelhaft. Sei euch, Sauerei. Oder? Vielleicht fluppt er ja auch. Schaut euch das an. Das ist halt, ja gut, was habe ich erwartet, ne? Wie soll das sonst ausschauen, wenn man halt einen Schlauch reinmacht, wo eigentlich Dichtmilch hinkört? Das ist halt jetzt richtig ekelhaft, ne? Eigentlich müsste man Handschuhe anziehen. Wir müssen den jetzt möglichst unkompliziert rauskriegen, dass wir ihn dann nicht mehr berühren müssen. Ah, hoho. Nein, nicht die Hose einsauen! Schnell sauber machen. Ha! So, und jetzt müssen wir das irgendwie ein bisschen sauber machen. Also, das hat auch jetzt wunderbar funktioniert hier. Ja. Also ich habe es eigentlich ganz gut sauber bekommen. Ich habe echt gedacht, dass es schlechter geht. Reifen ist drauf. Gut, ich meine, man muss einfach dazu sagen, diese Maxxis-Reifen, tubeless ready, die sind schon echt gut, ne? Ja, ich habe jetzt mal 2 Bar neu gemacht. Ja, das alte Pidis-Ventil konnte ich wieder verwenden. Schauen wir jetzt einmal. Also ich meine, klar, jetzt ist dicht. Schön dicht. Ich habe jetzt auch echt viel Dichtmilch rein, also mehr als man eigentlich machen würde, aber gut, viel hilft viel. Also ich glaube normalerweise, keine Ahnung, 100 Milliliter ist schon viel, 120, ich habe da jetzt bestimmt 150 Milliliter rein, man hört es auch, ist schon einiges, aber ja, jetzt hoffen wir, dass dann. Also ich denke mir halt auch so, wenn viel Milch im Umkreis ist und es dreht sich, dann ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass es kurz viel spritzt und dann vorbei ist, sehr hoch, als wenn immer nur so ein bisschen was mit rauskommt, ne? Aber keine Ahnung. Also das Schöne ist, dadurch, dass der Rahmen jetzt eh aktuell ziemlich dreckig und versaut ist durch das Tubeless, können wir halt auch mal ein ausprobieren, ne? Vor allem haben wir jetzt dann insgesamt 3 verschiedene Milchs schon mal ausprobiert an dem Rad, ne? Also die Conti-Milch haben wir ausprobiert, die Pidis-Milch haben wir ausprobiert und diese Milch hier probieren wir jetzt aus. Aber ihr merkt schon, es hängt halt auch nicht nur an der Milch, ne? Also der Reifen spielt da irgendwie auch eine große Rolle, ne? Vorne zum Beispiel, gut, vorne ist natürlich selten ein Problem, da ist halt einfach eine ganz andere Belastung. Vorne zum Beispiel ist super, da hatte ich bisher noch gar keine Probleme. Schauen wir mal. Naja, aber ich würde sagen, das läuft soweit. Jetzt schaue ich nochmal, dass ich die Schaltung nachstelle. Mal alle Schrauben nachziehen und dann baue ich den Dämpfer mal aus und werde das Video machen, wo wir den Dämpfer umbauen bzw. upgraden, würde ich das Ganze eher nennen.
Und ja, das gibt ein separates Video. Kann sein, dass es schon online ist. Wenn das Video schon online ist, verlinke ich es euch unten. Wenn nicht, dann dauert es noch ein bisschen, bis das kommt. Aber es dauert jetzt auch nicht ewig. Also denke mal, nächste Woche oder so kommt es dann auch. Genau, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß noch mit anderen Videos. Macht es gut. Ciao.